Name ist Marc Nilius. Ich habe ein kleines Unternehmen für WordPress-Wartung und WordPress-technischen Support, WP Wartung 24. Und ich betreue meine Kunden, Agenturkunden und auch Endkunden im Bereich WordPress-Betreuung und Unterstützung bei deren WordPress-Installation. Ich bin ein Plesk-Nutzer. Ich habe einen eigenen Server bei einem Hoster gemietet, der darauf ein Plesk zur Verfügung gestellt hat. WP Projects. In diesem Fall des eigenen Servers seit ein paar Monaten. Ich habe aber schon vorher häufiger bei meinen Endkunden, die woanders gehostet haben, auch schon Berührung mit Plesk gehabt. Die Einfachheit, dass ich wirklich viele Dinge erreichen kann und dass ich immer wieder mich zurechtfinde. Ich kenne viele andere Umgebungen, in denen das sehr viel schwieriger ist und mit Plesk macht es besonders viel Spaß. Ich nutze ganz besonders gerne das WordPress Toolkit und die Funktionen des Stagings und des Backups, die es mir wirklich einfach machen, schnell für den Kunden Dinge zu reparieren und zu überprüfen. Ich persönlich komme mit Plesk sehr gut klar. Es gibt immer Kleinigkeiten, die man feststellt, so in der Nutzung, wo man sich denkt, naja, also an der Stelle hätte ich es persönlich gerne ein bisschen anders. Das sind aber meistens wirklich technische Feinheiten, die man dann unter Umständen auch direkt mit dem Hoster klären kann und hoffen kann, dass es in der nächsten Version besser wird. Ich habe gehört, das ist ganz toll, wenn man ganz viele WordPress-Websites betreut, dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man eine Management-Software benötigt, damit man überhaupt damit arbeiten kann. Man kann ja nicht bei hunderten von Seiten sich jeden Tag in jede Software einloggen, um Updates zu machen und die Funktion zu überprüfen. Und für mich ist es eine tolle Idee, das in Plesk zu integrieren. Und damit es für mich noch mal einfacher wird, weil ich mit Plesk ja sowieso jeden Tag arbeite auf meinem eigenen Server und dann die Management-Tools direkt integriert habe, das ist für mich ganz toll.